Hallo auf dem Kanal Nadi 1112 in Nadis Bücherwelt. Heute möchte ich wieder über ein ganz besonderes Buch sprechen, was mir wunderbare Lesestunden beschert hat und was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Es handelt sich um einen abgeschlossenen Jugend-Fantasy-Roman und zwar Glenlyn Manor, das Geheimnis der Princess Helena School. Geschrieben wurde dieser Roman von Gabriele Dichler erst am 3. April 2014 als E-Book erschienen und er hat in der Printausgabe 363 Seiten. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so arg, dass ihr sehen könnt. Ich glaube, so geht's besser. Was für ein super schönes Cover dieser Roman hat. Ich tue das ja immer so einlaminieren. Auf der Rückseite habe ich dann Klappentext. Hier habt ihr auch ein Bild von der lieben Gabriela. Ja, und der Verlag hat mir dieses E-Book eben zur Verfügung gestellt. Ich denke mal, nachdem die Gabriele Dichler den Verlag darauf aufmerksam gemacht hat. Ich lese euch wie immer jetzt erstmal den Klappentext vor. Der sagenumwobene Landsitz Glenlyon Manor, seinerzeit auch Romantic House genannt, war einst die Lieblingsbleibe der Königin Maria Stuart gewesen und dabei nicht selten der Ort ihrer romantischen Eskapaden. Heute beherbergt das düstere Gebäude die renommierte Princess Helena School für überdurchschnittliche, intelligente Schüler. Nie hätte sich die 16-jährige Münchnerin Aoki träumen lassen, dass es sie einst dorthin verschlagen würde. Und noch viel weniger, dass sie dort ihr Herz verlieren würde. Nur dummerweise genau an den Jungen, der den Fluch des Hauses in sich trägt, was das Verlieben noch mal deutlich komplizierter macht, als es ohnehin schon ist. Ja, also Aoki lebt mit ihrem Vater in München. Sie besucht dort eine Schule und in letzter Zeit hat sie einfach Probleme, sich zu konzentrieren. Und schließlich findet die Schulpsychologin heraus, dass Aoki unterfordert ist. Sie scheint hochintelligent zu sein und so entschließt der Vater und die Schule Aoki auf eine Schule in Schottland für hochbegabte Jugendliche zu schicken, nämlich die Princess Helena School. Aoki fällt es natürlich schwer, von München wegzuziehen. Sie soll alleine eben nach Schottland fliegen und ihre Umgebung, ihre beste Freundin Uschka in München lassen. Und das fällt Aoki natürlich ziemlich, ziemlich schwer. Da hilft es auch nicht, dass Uschka ihr prophezeit, weil es so in dem Horoskop steht, dass sie dort den Jungen ihrer Träume finden würde. Dort angekommen fühlt Aoki sich eigentlich ganz wohl, wenn sie auch selbst nicht daran glaubt, wirklich hochbegabt oder sehr intelligent zu sein. Sie fühlt sich ganz normal und wundert sich, wie eine Schulpsychologin auf diese Idee kommen konnte. Sie versucht sich dann einigermaßen in dieser Schule einzuleben und findet wirklich bald großen Gefallen an dem Mitschüler Len. Doch wie es ja meistens ist, ist natürlich Aoki nicht das einzige Mädchen, was sich zu Len hingezogen fühlt. Und das ist aber letztendlich nicht das einzige Problem von Aoki. Als sie sich eines Abends im Keller dieses alten Gemäuers umsehen möchte, begegnet ihr plötzlich ein Hund. Und auch das ist nicht das eigentliche Problem. Aber Tiffy kann sprechen. Und Tiffy ist ein Geisterhund.
Und das Tiffy ist auch nicht der einzige Geist, der mit Aoki Kontakt aufnimmt. Und Aoki findet so nach und nach heraus, was damals in Romantic House geschehen ist, als dort Marie Stuart herrschte und ihr Sohn Jakob lebte. Das war so um 1567. Und warum schwebt Len in Gefahr? Mehr verrate ich euch zu dem Buch nicht. Dies war jetzt mein zweiter Roman, den ich von Gabriele Dichler gelesen habe. Und diesmal war es was ganz anderes wie der erste Roman Geheime Liebe auf Sylt. Das war ja ein erwachsener Roman. Hier handelt es sich um einen Jugendroman. Und mir fällt einfach jetzt nach dem zweiten Roman auf, wie vielschichtig Gabriele Dichler schreiben kann. Denn auch dieser Jugendroman hat mich so begeistert und die Idee zu diesem Buch und wie sie recherchiert hat. Also gerade was Maria Stuart belangt, sind sehr, sehr viele Wahrheiten mit in diesem Buch eingeflossen. Dann natürlich auch wieder viel Fantasy. Und ja, sie hat einfach diesen Roman, diese Geschichte hervorragend umgesetzt. Und er ist wunderbar flüssig geschrieben. Also ich bin da von einer Seite zur nächsten und habe einfach nur mich auf jede Minute gefreut, wo ich weiterlesen konnte. Und gerade die Szenen mit Maria Stuart und ihrem Sohn, die heutige Zeit und die nur am Rande spielende Liebesgeschichte, das muss ich sagen. Also das ist keine reine Liebesgeschichte, also das ist nur so am Rand. Und ja, wie sie das umgesetzt hat, alles zusammen, das hat mich wieder unheimlich fasziniert und sehr, sehr, sehr gefallen. Ein toller Roman. Der einzige Nachteil an diesem Roman, er hätte noch viel, viel länger dauern können. Also dieser Roman, das wäre für mich so eine, ja, so eine Trilogie. Das hätte ich ewig lesen können, wie es da weiter auf dieser Princess Helen School geht, wie es weiter mit Aoki geht. Und ja, schade, ist ein abgeschlossener Roman, so viel ich weiß. Liebe Gabriele, wenn es nicht so ist, dann belehr mich bitte. Vielleicht, Hoffnung schwande nicht, gibt es ja auch einen weiteren Teil. Also mir hat er unheimlich gut gefallen. Ich kann es euch wirklich, wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ihr ein E-Book, ein Kindle habt oder einen anderen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist egal. Also es gibt es als E-Book. Holt ihn euch, er ist traumhaft schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.